ich glaube, wir müssen wirklich das ganze Große im Blick haben. Wir können nicht nur sagen, wir therapieren uns und damit ist es erledigt, das ist es nicht. Wir müssen in unserem privaten Umfeld gucken, wo sind Störungen, wo sind Stresssituationen, die ich in meinem Leben verändern muss. Und das haben wir damals sehr rigoros gemacht. Da haben die Leute sehr gestaunt. Aber uns hat das gut getan, weil wir einfach Dinge in unserem privaten Umfeld verändert haben. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das hat keinen Bestand, wenn man sagt, so mir geht es jetzt zur Zeit gut. Das kann sich natürlich auch immer wieder mal ändern. Ich habe dann natürlich auch aus Unwissenheit Dinge gemacht. Dann habe ich zum Beispiel dieses Mittel für die Energie, das Ubiquinol, sehr lange Zeit genommen. Und dann habe ich gedacht, ach, ich setze es jetzt einfach mal wieder ab. Es ist auch ein sehr teures Mittel, das muss man dazu sagen. Und dann habe ich es wieder abgesetzt. Und dann merkte ich, Mensch, irgendwas stimmt nicht. Ja, aber dann war es so, ja, ich durfte es nicht absetzen. Mein Energielevel ging runter. Okay. Oder dann hatte ich zum Beispiel Probleme mit den Augen. Ich hatte damals sehr trockene Augen, die waren wie Sand. Ich hatte gerötete Augen, die waren taten mir weh. Und dann habe ich damals Augentropfen genommen, die mir geschadet haben. Aber ich habe das nicht auf die Augentropfen zurückgeführt. Ja, also das ist eine ganz wichtige Information, Claudia. Das heißt, wenn wir Symptome erkennen, müssen wir eigentlich Rückschlüsse ziehen, was ist im Lebensumfeld? Weil wir interagieren genau. Die ganze Zeit mit Dingen. Was war falsch an den Augentropfen? Ja, das war Thiomersal drin. Und aber das ist etwas, was man erstmal nicht weiß, ne? Dass das eben auf den ATP-Wert sich negativ auswirken kann. Ne? Das sind, man muss eben wirklich sehen, was kann meinen Energiewert runterbringen? Was greift den an? Aber dafür ist ein großes Wissen gefragt. Und da hat eben meine Freundin mir damals sehr gut geholfen. Und ich habe zu ihr gesagt, ich sage, Mensch, woran kann das liegen, dass es mir momentan so schlecht geht? Und sagte, nimmst du irgendwas anders ein? Hast du was abgesetzt? Und sagte, ja, ich habe das Ubiquinol abgesetzt. Ich nehme momentan Augentropfen. Sagte, Mensch, daran wird es liegen. Guck dir an, was da drin ist. Dann sind wir das zusammen durchgegangen. Da sagte Claudia, setz das Zeug ab. Und da gab es dann ein Segen auch. Ich hatte damals einen sehr guten Arzt, der dann Neuraltherapie bei mir gemacht hat. Und die Augen wurden dann wesentlich besser. Ich konnte die Augentropfen absetzen. Mhm. Aber ich meine, wir beide müssen auch wissen, der normale Bürger weiß das nicht. Der vertraut, geht zum Arzt, sagt, oh, die Augen werden besser, ich nehme einen Augentropfen. Ja, diese Rückschlüsse macht keiner. Das muss man einfach so sehen. Ja, du thematisierst jetzt das Thema, dass alles irgendwo eine Ursache und Wirkung auslösen kann. Was würdest du denn sagen, was braucht der Mensch, damit er wieder in eine... Also ich sehe oft so Regulationsstörungen, wo dann gar nichts mehr geht. Ne? Was würde denn der Mensch brauchen, damit er diese Regulationsmöglichkeit und diese Selbstheilung und Reparatur wiedererlangt? Also da sind sicherlich ganz viele Dinge, die dazugehören. Ich bin ein Typ, der von zu Hause mit Arbeit erzogen worden ist. Wir haben... ja, bei uns wurde das vorausgesetzt. Ich habe immer sehr viel geleistet. Ich habe wenig auf mich selber geachtet. Ich musste natürlich erstmal auch gucken, Stressabbau ist sicherlich ein großer Faktor, um wieder vernünftig zu regulieren. Da achten dann aber viele auch gar nicht drauf und leben ihr Leben weiter, so wie bisher. Mhm. Zum Beispiel haben wir auch damals in der Gruppe gelernt, Waldbaden ist zum Beispiel ein etwas ganz Tolles. Wir wissen heute, und das ist wissenschaftlich belegt, dass wenn ich eine Stunde oder zwei Stunden durch den Wald gehe, die Zellen sich verändern, positiv verändern. Das heißt, wir müssen natürlich Dinge verändern in unserem Leben, das heißt in unserem privaten Leben, aber auch in unserem Berufsleben. Ich muss nicht nur das Nährstoffdefizit verändern, sondern ich muss wirklich Stressabbau ganz bewusst machen.
eine gute Gemeinschaft gehört auch für mich dazu. Ja, ich muss Dinge verändern, welche Menschen tun mir gut, welche schädigen eigentlich mehr so meine Stimulation. Ich muss einfach diese Wiederherstellung meiner Sicherheit wieder bringen. Und das ist etwas, da muss ich wirklich drauf gucken. Ja, also das finde ich ganz spannend. Das deckt sich nämlich mit der Forschung von Dr. Porges von dem Vagusnerv. Und dieser genau. Vagusnerv, der geht ja wirklich vom Gehirn, der geht hier über den Hals bis in unsere Verdauungsorgane rein. Mhm. Und wenn man den stärken will, ist das erste Thema die Sicherheit. Und genau. Jetzt sagst du es mir auch wieder, es ist die Sicherheit. Und wenn wir den Vagusnerv einschalten über soziale Kontakte, über dieses Gefühl, ja, ich weiß jetzt, was mit mir los ist und wir werden das hinkriegen. Wir werden peu à peu unsere Störfelder abbauen und wir machen das ganz in Ruhe. Diese Sicherheit, die kann dazu führen, dass das Nervensystem sich im Grunde wieder etwas ausbalanciert und in dem Moment sind die Heilprozesse wieder angestellt und die Verdauung angestellt und die Entgiftung angestellt. Und das ist, also du schilderst es gerade genauso, wie eigentlich die ganzen wissenschaftlichen Studien im Moment auch belegen, dass die Sicherheit und soziale Kontakte wirklich sehr, sehr wichtig sind. Nur ist es natürlich so, wenn es einem nicht gut geht, ist das gerade das, was man irgendwo abstellt, weil man vermeidet das, man will sich nicht mehr so gut bewegen. Würdest du sagen, egal wie es im Moment mit Schmerzen ist, sollte man sich immer ein bisschen bewegen? Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Man neigt sicherlich dazu, es nicht zu tun, weil Bewegung bringt Schmerzen. Ich musste da auch erst zu kommen, zu sagen, okay, geh raus. Auch mit meinem Mann bin ich dann viel durch den Wald gegangen. Sicherlich auch was anderes zu sehen. Wenn du natürlich ständig 12 Stunden zu Hause bist, nirgendwo mehr unter Menschen kommst, keine anderen Eindrücke mehr, es ist nicht gut. Und so habe ich wieder, bin ich langsam in die Bewegung gegangen. Man muss es, wie du schon sagst, einfach langsam angehen und einfach steigern. Und dadurch war auch mein allgemeiner Zustand wieder besser. Mhm. Ne? Wir sind durch den Wald gegangen. Es war einfach eine schöne Situation, wieder positive Erlebnisse zu haben. Mhm. Nicht nur sich auf den Schmerz zu konzentrieren.